Und damit heiße ich euch erneut willkommen. Jetzt wird gerichtet. Hier bei Let's Play für die Warcraft Ehre. 3. Natürlich. Ja. Ein solider Plan. Wir sind hier in Strandbrat. Für die Ehre. Folge haben wir ein solider Plan. Polo-Kampagne mit Thrall abgeschlossen. Für die Ehre. Und haben Prinz Arthas kennengelernt und spielen die Allianz-Kampagne. Oh mein Gott, Orks! Und die erste Mission besteht darin, dass wir das Dorf, Stadt, Strandrad von diesem Blackrock-Clan aus befreien. Ein solider Plan. Natürlich. Ein solider Plan. Man beachte elegant Bobs Gans. Sehr für schön. Die Ehre. Ein solider Plan. Ich glaube, hier war für die Ehre. Doch irgendwo. Ja. Genau. Das Licht Treue verstärken. Ach, ist das schön. Ja, der Tag bricht auch an. Nett. Spürt meinen Zorn. Zack. Tot. Für die Ehre. Und schön. Ja. Natürlich. So. Bruder ist bald tot. Für die Ehre. Natürlich. Das können wir nicht zulassen. Niemals. Ein solider Plan. Ja. Natürlich. Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus! Ein solider Plan. Tja. Für die Ehre. Hier wurden Menschen verschleppt. Elender das können Kerl. Wir nicht zulassen. Und wir sind Diener des heiligen Lichts. Für meinen Vater, den König! Für seinen Vater, den König, kämpfen wir. König Tyrenas. Ja, jetzt okay. Wird gerichtet. Dies ist bereits meine zweite Aufnahme, gigantisch. Ich hatte es nämlich beim Missionsübergang rausgeworfen aus unerfindlichen Gründen. Aber ich hoffe, jetzt passt alles. Erstarren. Ein solider Plan. Yay, Mission gewonnen. Schön. Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Prinz Arthas, Lord Uta braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. Sei unbesorgt, Kind mit dem kantigen Gesicht. Jo. Weiter. So. Das Lord Uta. Dürfte er sein. Das ist nämlich ein Paladin, bewaffnet mit dem Hammer, dem Werkzeug des Aufbaus. Kapitel 2, Black Rock and Roll. 20 Minuten später in Utas Lager in der Nähe des Black Rock Clan Dorfes. So, da hat's mich jetzt rausgeworfen beim letzten Mal. Ah, perfekt. Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Dumm. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uta. Wohlan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Hat man das jetzt gehört? Ich hoffe nicht. Es hat gerade an der Tür gerumpelt und gepoltert und gemault. Ich brauche Arbeiter. Der Held der Arbeiterklasse, sozusagen. Ich stehe für das Licht. Ja, und hier haben wir jetzt zum ersten Mal eine Allianzbasis. Sehr schön. Oh, nicht mit den Holzscheitern hier. Das fällt mir jetzt das erste Mal so richtig auf. Dann gehen wir mal die Gebäude kurz durch. Bereit zur Arbeit. Ich geh dann mal. Hier haben wir das Rathaus. Ja.
Das Rathaus ist mein Hauptgebäude, wenn es darum geht, eine Basis zu errichten. Bereit zur Arbeit. Richtig. Ja, man kann Arbeiter ausbilden, man kann später upgraden, das benötigt man, um bessere Forschung und so und bessere Einheiten zu bekommen. Eins, bereit zwei, zur Arbeit. Drei. Ja, das passt schon. Ja, und man kann auch hier zu den Waffen ausrufen und dann bekommen man alle Arbeiter in der Nähe wandern zu sogenannten Milizeinheiten. Milizen sind schwache Nahkampfeinheiten, die aber sich wenigstens besser verteidigen können als normale Arbeiter. Und wenn es genügend Milizsoldaten gibt, dann kann es ja auch leichte Angriffe, ganz besonders wenn es jetzt noch früh in einer Schlacht, zum Beispiel PvP oder so ist. Besteht etwa Gefahr? Alter! Wenn es noch früh in einer Schlacht ist, kann die Miliz wirklich zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Das Problem ist, die Miliz dauert genau 45 Sekunden pro Baumann. Ja. Das zweite Gebäude, würde ich sagen, machen wir gleich hier, ist das Sägewerk. Sägewerk ist das, was das Sägewerk halt ist. Dann müssen meine Typen vom Holzschlagen nicht dorthin zurücklaufen, sondern ins Sägewerk. Und ich bekomme. Ich stehe für das Licht. Ein paar Forschungsmöglichkeiten durch das Teil. Durch das Sägewerk. Hier ist ein Altar der Könige. Falls einer meiner Helden verrecken sollte, ich stehe für das kann Licht. Ich ihn hier für ein geringes Entgelt wiederbeleben lassen. Es dauert zwar Zeit und kostet in späteren Leveln mehr, ist aber jetzt nicht so dramatisch. Na gut. Wie ihr sehen könnt, haben wir gerade eine Kaserne gebaut, ganz klassisch Kaserne. Für einfache Forschung und Ausbildung von Soldaten. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Besonderheit beim Basisbau der Menschen. Zwei Arbeit und mehr können gleichzeitig an einer Baustelle arbeiten. Dies können nur Menschen. Jedes Volk hat irgendeine Besonderheit beim Bauen. Ausgenommen die Orks. Arbeit ist vollbracht. Die Orks haben das Standardbauen. Dass ein Peon einfach in der Baustelle verschwindet. Mehr Arbeit. Und auch nur ein Peon eben das Gebäude anschließend errichtet. Hier bauen sie außen und man kann mehrere Arbeiter rundherum stellen. Und was es mit den anderen zwei Völkern dann auf sich hat, das werde ich euch dann wahrscheinlich sagen, wenn es soweit ist. Jo, das war im Grunde alles. Hier habe ich Arbeit ist vollbracht. Meine Verteidigungstürme. Die Verteidigungstürme der Menschen, also die Verteidigungstürme unterscheiden sich auch wieder von Volk zu Volk. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Bei den Menschen muss man zuerst einen Kontrollturm bauen und kann den dann anschließend in einem von im ersten Teil 2. Später folgt dann noch eine dritte Möglichkeit. Upgrade. Ich habe hier am Anfang nur noch den Wachturm, also nur den Wachturm zur Verfügung. Demnach ist es dann auch egal. Das Licht ist meine Stärke. Was hat denn er für ein Level 10? Vorteil ist, der Kontrollturm kann nicht feuern. Kann ich ihn hier als günstigste und einfache Verteidigungsvariante zum Wachturm ausbauen. Der Wachturm schießt mit Pfeilen und kann Luft sowohl als auch Boden angreifen. Also sowohl Luft als auch Boden kann er angreifen. Ausbau abgeschlossen. Und richtig. Ja, Ausbau abgeschlossen. Das ist der Wachturm. Später dann bekomme ich noch den Kanonenturm in diesem Spiel dazu. Richtig. Der macht sehr viel Schaden auf Bodenziele, kann aber keine Luftziele angreifen. Das sollte man doch dann so errichten, dass man das auch beides nutzen kann. Ja, das war im Grunde eigentlich auch alles, was es hier bereits zu erklären gibt. Den dritten Turm, den werden wir dann im nächsten Spiel rausfinden, was der kann. Das liegt nämlich daran. Dass ich ihn erst im nächsten Spiel Ausbau bekomme. Abgeschlossen. Zusätzlich mit ein paar anderen coolen Spielzeugen. Ja, der nächste Teil, der wird geil. Ist der aber auch schon geil. Die Ork-Kampagne finde ich so gigantisch gut. Ist aber auch Ausbau die Menschen-Kampagne jetzt nicht ohne. Einsatzbereit! Ja, das war's. Mehr Arbeit? Vorerst. Was? Im Grunde reicht das, da Uta ja auch noch aufpasst. Was ist? Aber nichts spricht dagegen, dass man hier noch weiter seine Verteidigung ausbaut. Einsatzbereit.
Bei den Menschen zum Abernten von Rohstoffen ist das im Grunde total gleich wie bei den Orks. Hier baut man langsam eine Schlange auf aus einfachen Bauarbeitern, wie heißen die Arbeiter, die dann anschließend einfach das Gold hier und her zappen und das Holz wird geschlagen, ist eine verbrauchbare Ressource, das Holz. Arbeit ist voll bereit zur Arbeit. Ja, das war's im Grunde. Ja, mein Lord. Aber wenn man es schafft, diese ganzen Wälder hier abzuholzen, dann bravo. Richtig. Ich meine, später dann, wenn die Schlachten länger dauern, was ist? Dann verstehe ich, okay. Ich verstehe es mal. Ja. Dass man zum Beispiel es ist einen, mehr Gold erforderlich. Leck mich. Dass man halt mal einen Wald wegholzt. Aber aktiv, dass dir das Holz ausgeht, ist mir zum Beispiel noch nie passiert. Weder in Warcraft 2 noch in Warcraft 3. Einsatzbereit! Warcraft 1 kann ich mich leider nicht erinnern. Arbeit ist vollbracht. Warcraft 1 habe ich aber auch gespielt. Mehr Arbeit? Zwar. Arbeit ist vollbracht. Grausam war das. Warcraft 1. Es ist mehr Holz erforderlich. Alter! Was ist? Warcraft 1, oh mein Gott, das ich war. Ich stehe für das Licht. Übelste Vorzeit war das. Jetzt gibt's keine Rettung da mehr. Hat man in Summe gerade mal Dings, das Licht nach an, vier Einheiten gleichzeitig bewegen können. Jetzt wird vier. Gelichtet. In Summe vier Einheiten. Und das war jetzt damals revolutionär. Mehr. Bizarr. Als wie einfach meine Basis plündern. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Das ist bereit. Schön. Der Stützpunkt wurde errichtet. Dramatische Pause. Ich finde es auch Ausbau cool, dass in der Nacht hier das Lagerfeuer brennt und am Tag nicht. Was geschieht? Törichter Paladin! Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Er hat das Jutsu der Doppelgänger angewendet. Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon... Beachte den Namen von pechverfolgter Soldat. Tötet die Orks. Tötet sie alle. Rage Mode. Ich würde ich gerne... Ich stehe für das Licht. Bevor ich mich blind in die Schlacht stürze, würde ich gerne mal gucken, ob ich hier einen Arbeiter habe. Gab es nicht mal einen Shortcut mit alle untätigen Arbeiter? Da haben sie eine das Verbeugung später eingeführt. Ist nicht nötig. Eingeführt. Tja. Was? Einsatzbereit. Das heißt, wie bitte? Alter, bist du nie zur Schule gegangen oder was? Das Licht ist meine Stärke. So, was haben wir denn da? Oh. Ein solider Plan. Grüß euch. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Klar. Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Cirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Lechts, ich bin Schlabber. Schütze. Waffen mit Feuerzauber. Wir bekommen auch eine ganz frische neue Einheit dazu. Oder ein neues Gebäude. Und zwar die Scharfschützen, ne? Als neue Einheit. Die Scharfschützen sind im Grunde. Errichtet mehr Höfe. Ja. Ausbau abgeschlossen. Die Ausbau Scharfschützen haben die Elfen aus Warcraft 2 abgelöst. Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Damals waren es die Bogenschützen ein der Elfen. Plan. Heute hat man ja die Scharfschützen der Zwerge. Plan. Natürlich. Im Grunde sehe ich da kaum Unterschiede ja zwischen denen. Das für ist die mir Ehre. Eigentlich recht Wurst. Ein solider Plan. Für die Ehre. Die Zwerge sind natürlich. Also die Scharfschützen die sind Ehre recht akzeptabel einzusetzen, wenn natürlich man irgendetwas als Schild vorne hinweg hat.
Ein solider Plan. Es ist nämlich, glaube ich, verständlich, ja, wenn ich sage, ein dass die Scharfschütze bei Weitem keine so starke natürlich Rüstung haben wie die Soldaten. Geschweige denn, ja, viel Schaden drücken. Aber es ist halt so, dass die Zwerge eben solider Plan die Fernkampfdominanz sind und die Soldaten recht, ja, gut unterstützen können, Ehre, wenn sie hinten stehen. Was ist? So. Ja, mein Lord. Vielleicht noch kurz die Schmiede. Die Schmiede ist ganz klassisch, dass man hier einfach Verteidigung und Dings, Verteidigung und Angriff meiner Einheiten verbessern kann. Es ist mehr Holz erforderlich. Was genau die Forschungen bringen, werde ich dann in der nächsten Folge oder so oder in der nächsten Mission erklären, wenn ich dann meine nächste Basis habe. Da ist Cyrenox. Cyrenox eigentlich, so wie es hier steht. Weil Cyrenox würde man ja mit Y schreiben. Also Sy, Y. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Arbeit Lord ist vollbracht. Krass, ein Bauernhof bringt volles Sex. Na gut. Soll ich mal kurz nachdenken? Ah, nein. Bauernhöfe hat auch jedes Volk. Habt ihr ein Ziel? Was einfach braucht um ihr? Die Nahrungsressource hochzutreiben. Braucht man, durchaus. Sag das Zauberwort. Das Problem ist, meine Soldaten können nur Bohneneinheiten angreifen und Cyrenox flieht. Deshalb greife ich hier nur mit auf meine Zwergenscharfschütze zurück. Und ich mag die Scharfschützen etwas mehr als die Soldaten. Das liegt aber daran, dass ich die Soldaten generell nicht wirklich mag. Eis hier? Ich kümmere mich darum. Ich stehe für das Leben. Ihr kennt das schon. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ja. Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation tollkühner. Tja. Ein solider Plan. Forschung abgeschlossen. Okay. Ja. Natürlich. Hey, hey, hey. Ein solider Plan. Tschüss. Ja. Für die Ehre. Ja. Ja. Natürlich. Tja. Wieso hat denn der Skelettbogenschütze? So. Dann sollte das wieder passen. Ich brauche nämlich, na, sagen wir so, dieser Feuerzauber ist recht stark, den ich hier bekomme. Und vor allem den brauche ich auch für die Zukunft. Was braucht ihr? Kisten. Angriff! Zu den Waffen! Eine Rolle des Schutzes. Jawohl, mein Lord. Wäre recht brauchbar, auch wenn ich kein großer Fan von Verbrauchsseiten bin. Ich bin ein riesengroßer Fan von Sachen wie zum Beispiel den Ring des Schutzes. Mein Gott, das erinnert mich so unendlich stark an League of Legends. und zwar im Grunde deswegen, da League of Legends ja aus Warcraft 3 heraus entstanden ist. Das wissen einige vielleicht nicht, aber es ist ich so. Ich stehe für das Licht. Ja. Ja. Denn die Idee von League of Legends ist zum ersten Mal hier bei World of Warcraft, sage ich schon, bei Warcraft aufgetreten. Wer arbeitet? Schockierenderweise muss ich auch gestehen, jetzt kommt's, ich habe meinen ganzen, also bei uns in Tirol sagt man meinen Laptop hier, also ich habe mein Leben lang niemals World of Warcraft gespielt. Ich habe mir mal die ganze Geschichte von World of Warcraft durchgelesen ungefähr, also so mit den wichtigsten Punkten und so, zum Beispiel bei Wrath of the Lich King oder sonst, also Wrath of the Lich King ist ja... Ja, Wrath of the Lich King ist das Add-on zu World of Warcraft. Hier heißt es nämlich Frozen Throne. Oder Dark Crusade, wo dann die Arbeit ist vollbracht. So. Ich meine, das weiß ich schon. Geladen und entsichert! Auch Cataclysm. Aber ich habe es noch nie gespielt. Ich würde es gerne einmal spielen. Das ist sicher cool. Ich bin auch ein großer Fan von Online-Rollenspielen. Aber ich persönlich spiele lieber Neverwinter. Neverwinter ist cool. Das Problem ist, dass ich mich bei meinem Neverwinter und meinem Perfect World Account nicht mehr anmelden kann. Das missfällt mir. Geladen und entsichert. Aber das habt passt ihr ein doch. Ziel? Das passt schon. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Ein solider Plan. Kümmern wir uns noch schnell um Cyrenox. Ja. Einzig und allein. Ein solider Plan. Weil es einfach ein schöner Abschluss wäre. Natürlich. Bis da eine Bro kommt. Für die Ehre. Bei Untote kann ich ganz einfach meinen Lichtzauber einsetzen. Elender Kerl.
weg zu bammen. Wieder Plan. Stirb, Mann. Hier. Für die Ehre. Stirb, Mann. Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Für die Ehre. Unsere Stadt wird belagert. Ja. So. Mann. Sag das Zauberwort. Könnt ihr nichts alleine schaffen. Ihr seid solche nutzloses Gewürm. Das ist mein Bauarbeiter hin. Da ist mein Bauarbeiter. So. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Herz von Cyrenox, das immer noch schlagende Herz von Cyrenox kann benutzen, um einer Kugel die feurigen Kräfte eines Drachen zu verleihen. Das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ihr wisst schon, die nächste Folge von Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos. Habt noch einen schönen Tag und man sieht sich hoffentlich auch in einem anderen Let's Play. Tschüss. Ja, ciao.